Ja, hallo, ich bin euer Thunderhawk und lasst uns doch heute einfach mal ein bisschen über Light, Fettarm und diese ganzen Produkte sprechen. Ja, selbstverständlich, der Arzt erzählt euch was, ihr sollt weniger Zucker zu euch nehmen, ihr sollt weniger Fett zu euch nehmen, ihr sollt dies weniger essen, ihr sollt das weniger essen. Ja, ist vollkommen richtig, der Arzt hat auch vollkommen recht, dass er das euch sagt, wenn es bei euch indiziert ist. Und was passiert dann? Man geht in den Laden rein und guckt dann schön brav ins Regal und steht dann überall Fruchtjoghurt Light. Margarine Light. Entsprechend auch Marmelade oder Fruchtaufstrich Light. Alles mit Light. Es gibt so ziemlich allen möglichen Blödsinn mit Light. Selbst den Schokoriegel gibt es als Light-Version. Auch, ist das immer so, wenn man will, man kriegt fast alles als Light oder Kaffee, Getränke mit weniger Zucker oder sonst irgendetwas. Die Produkte als solches, ja, sie mögen vielleicht auch ihre Berechtigung haben. Ich will da gar nicht mal so viel dagegen sagen. Nur letzten Endes, man muss sich immer eins bewusst sein. Dieses Leid wird sich irgendwie erkauft. Hört sich blöd an, ist aber so. Denn die Tatsache ist doch die, wenn ich jetzt ein Produkt herstelle, und sei es jetzt nun irgend so einen komischen Milchkaffee, den ich in so einen Becher reinpresse, der soll ja in der weniger süß Variante möglichst genauso schmecken wie der gesüßte. Ja, und wie erreiche ich das? Ja, indem ich eventuell irgendwelche künstlichen Süßstoffe nehme. Da wird jetzt einige oder andere sagen, ja, aber die sind doch in Ordnung, die kann man doch benutzen. Jein. Ich muss leider hier wirklich Jein sagen, weil die Sache ist einfach das, ja, die sind auf dem Markt, sie sind auch mittlerweile alle die meisten Sachen davon zugelassen, aber wirkliche Langzeituntersuchungen dazu, zu dem Thema, gibt es nicht. Es ist ähnlich wie mit den Rauchern und ihrer E-Zigarette, wo sie einen erzählen, ja, aber die E-Zigarette ist doch gesünder. Sage ich auch, nein. Es ist nur noch nicht richtig untersucht worden, wie krank sie macht. Aber dass sie per se gesünder ist, kann man so nicht sagen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Sobald ich jetzt dahergehe und versuche, einen Joghurt herzumachen und mache diesen Light, versuche ich entweder Kalorien oder Zucker einzusparen. Wenn ich Zucker einspare, dann muss ich natürlich dann irgendwie dafür sorgen, dass der Geschmack wieder etwas mehr rüberkommt. Weil die Leute, die haben ja eine gewisse Erwartungshaltung. Ja, und was mache ich? In der Regel ist es so, spare ich Zucker ein, dann tue ich dann irgendwo entweder Geschmacksverstärker oder ich tue irgendwelche Fette mit rein, weil Fett ist letzten Endes auch ein Aroma oder Geschmacksstoff. Und tue dann halt in der Richtung die Bilanz verschlechtern. Umgekehrt, wenn ich jetzt sage weniger Fett, ja, dann muss ich da auch irgendwo an einer anderen Schraube drehen. Eventuell, dass ich dann halt ein bisschen mehr Zucker reinmache oder dass ich das irgendwie mit anderen Flüssigkeiten auffülle. Ich sag mal so, die beliebteste Flüssigkeit eines Lebensmittelherstellers ist am Ende des Tages Wasser. Wasser kostet fast nichts, Wasser bringt fast nichts. Und wenn ich dann noch irgendwie ein paar andere Stoffe damit reinhauen kann in die ganze Chose, dann ist das für mich auch noch zudem, dass ich da dran drauf schreiben tue, dass es irgendwie Light oder weniger Zucker drin ist, noch eine Bombenersparnis. Guckt euch doch mal in der ZDF-Mediathek und der ZDF-Zeit die Berichte von Sebastian Lege an. Der zerlegt da regelmäßig das, was uns die Industrie auf den Tisch legt. Und zeigt uns, hält uns eigentlich einen Spiegel vor Augen, was, ja, wir fast alle Tag für Tag in uns reinhauen. Gut, ich seit einiger Zeit nicht mehr. Ich koche komplett selbst. Ich vermeide so gut es geht irgendwelche Fertigprodukte. Aber ich sag mal so, wenn ich so um mich rumgehe und sehe, was da in den Einkaufswagen da so drinne liegt, da die Fertigpizza, da ist dann das ist das Eis, wo massenweise Luft reingeschlagen worden ist, da ist es das Schnitzel, was schon vorpaniert und vorgebraten ist und allen drum und dran. Ja, am Tagesende ist es leider so, wir sind, was wir essen. Und wir gucken eigentlich auch nicht so wirklich drauf, was wir uns alles da reinhauen. Und
Diese Leitprodukte sind auch eine richtige Falle. Sind sich die meisten hier auch nicht so bewusst. Habt ihr euch mal überlegt, wie viel ihr eigentlich mit diesen Leitprodukten einspart? Ich kenne viele, die machen so nach der Taktik, ach, ich habe mir jetzt den ganzen Tag nur Light-Cola reingekippt. Ich darf jetzt das Stück Kuchen. Nee, ein Scheiße darfst du. Das Stück Kuchen hat deutlich mehr Kalorien, mehr Zucker und allen drum und dran, was du, als wie das, was du glaubst, was du mit deiner Light-Brause da eingespart hast. Ha, da kommt er halt wieder mit seiner schlechten Bilanz. Ja, am Tagesende sind diese Leitprodukte in der Regel nichts anderes wie eine Mogelpackung. Wenn ihr unbedingt darauf steht, einen Joghurt mit Frucht zu haben, macht ihn euch doch selber. Nehmt einen schönen Naturjoghurt, schnibbelt ein bisschen Obst klein, rührt das damit unter, habt ihr einen super Fruchtjoghurt. In drei Teufels Name, wenn es unbedingt ein bisschen süßer sein soll, dann macht ein bisschen von Omas Marmelade mit dabei für einen Geschmack. Alles kein Problem, solange sich das in Grenzen hält und man nicht unbedingt dann mehr dann reinhaut, als wie die Industrie reinhauen würde, ist das aus meiner Sicht alles soweit in Ordnung. Aber sorry, bescheißt euch bitte da nicht selber. So, das soll es für heute eigentlich schon gewesen sein. Beim nächsten Mal geht es dann mal so ein bisschen um die Proteingeschichte, weil da wird auch einiges gemogelt. Also, bis die Tage, euer Thunderhawk. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende, dass es bei euch auch so ein bisschen sonnig ist, wie es hier gerade ist. Und genießt die Rapsblüte, geht ein bisschen nach draußen, bewegt euch und bleibt einfach gesund.